Habe dir, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der irgendwo in Thüringen Karte. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir euer Feedback in die Kommentare hinein. Und schaut in der Beschreibung vorbei, da sind Links dabei für den LS22 zum Vorbestellen. Ja, genau. So, wir haben das letzte Mal angefangen mit Gülle fahren, das habe ich jetzt fertig gemacht. Ich habe bereits den Optum an unseren Körper gebaut, habe die Messerwalze und den Fend an die Scheibenegge geklatscht. Einen Moment, muss ich ein bisschen lauter machen. Geht's ja. Und ja, also mir werden jetzt ich habe eigentlich schon angefangen mit der Scheibenegge und dann ist mir eingefallen, scheiße, ich habe ja noch keine Bodenproben gezogen. Jetzt werde ich überall Bodenproben ziehen. Und dann schauen wir mal. So, mit dem Feld da drüben, das will ich erst fertig arbeiten. Da will ich erst mit der Scheibenegge fertig werden. Dann möchte ich erst proben. Und ja, dann, wenn das Wetter passt, natürlich dann mal anfangen, langsam Gras zu mähen. Weil das ist auch komisch, unsere Wiesen sind, also hier die Randstreifen sind alle relativ hoch gewachsen, aber unsere Wiesen nicht. Also unsere Wiesen sind noch im Aufwuchs klein. Warum auch immer. Aber das ist ja egal, in dem Sinne würde ich jetzt mal sagen. So. Für uns ist jetzt wichtig, wirklich die Beprobung unserer Felder. Halt, falscher Knopf. Jetzt halt. Und dann werden wir erst hergehen und werden erst wieder in Richtung Bodenbearbeitung gehen. Oder besser gesagt, werden dann erst die Bodenbearbeitung weitermachen. Einfach damit wir dann die Proben fertig haben und dann können wir nämlich zur Not noch auf dem einen oder anderen Feld, wenn es wäre, nochmal zusätzlich nochmal schnell eine Ladung Gärreste drauf fahren, wenn wir fertig sind mit der Bodenbearbeitung größtenteils. Wenn es halt an ein Feld geht oder so zum Beispiel, dann können wir schnell hergehen und können schnell die können die Felder nochmal düngen. Wobei wir das wahrscheinlich aber gar nicht brauchen werden aufgrund von der Messerwalze. Die Messerwalze bringt ja, das ist vielen ja bekannt, zwischen 20 und 40, also ich glaube sogar 40 Kilogramm Stickstoff. Bringt die praktisch den Boden. Und ich finde eigentlich, das ist eine gute Sache. So können wir uns wieder ein bisschen an Dünger sparen. Aber gut, okay. Aber wie gesagt, also zum Gerste, ich habe jetzt alle Felder soweit fertig gefahren. Ich bin halt dann auf die Wiesen, bin ich halt dann nicht mehr gefahren, wenn es drum gegangen ist, keine Ahnung, wegen 10, welcher 5 Kubikmeter oder sowas bin ich dann nicht mehr auf die Wiese gefahren. Also zwischen 5 und 10 Kubikmetern habe ich gesagt, nee, da fahre ich gar nicht hin, das rentiert sich nicht, das ist ein Schmarrn. Und also da habe ich dann eher geschaut, dass ich eher dann aufs nächste weiterkomme. Und ja, ich hätte zwar eine Wiese, wo noch ein Fass fehlen würde, aber da habe ich mir dann gedacht gehabt, nee, ich fahre da jetzt nicht nochmal runter, weil die Wiese soweit fertig gedüngt ist und die Wiese ist halt auch dementsprechend groß. Genauso wie auf eine Pachtwiese bin ich nicht wegen einem halberten Fass nochmal hochgefahren. Und dann habe ich mich an die Bodenbearbeitung gesetzt. So. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erst mal Proben ziehen und allein auf diesem kleinen Feld hier haben wir jetzt schon 10 Proben. Das heißt, man kann sich ungefähr ausrechnen, wie groß das Feld ist. Aber hier werden ja Zuckerrüben drauf angebaut. Ja, doch, hier. Genau, hier kommt Zuckerrüben drauf und auf das Feld neben der Wiese, wo wir Weizen gehabt haben, kommt Zuckerrüben drauf. Und auf das große Mohnfeld neben dem Hof kommt der Mais. Und auf das Mohnfeld hinten am Hang kommt auch ein Mais. Also da tun wir Mais anbauen.
Weil wir brauchen ja viel Mais für die BGA, wir brauchen Mais für die Tiere. Natürlich muss man gucken, dass wir nicht zu viel Mais haben. Also das ist natürlich dann wieder so ein, ja, so ein Zwiespalt, möchte ich jetzt mal behaupten. Weil, ja gut, klar, die Biogas können wir dann wieder voll auf Volllast laufen lassen, weil aktuell haben wir es ja nur auf Halblast. Ja, dann können wir es ja auf Volllast laufen lassen und dann haben wir, ich sage jetzt mal, genug Material oder Futtermaterial für die BGA dann, dass die einfach durchlaufen wird. Vernünftig den ganzen Winter. Wir werden natürlich im Winter eher hergehen, werden eher Gras verfüttern. Natürlich auch einiges an Mais, aber auch viel an Gras. Weil, wenn wir den ersten Schnitt, den wollen wir jetzt dann machen, den tun wir ja dann, ich hoffe, der ist jetzt bald fertig. Ich hoffe, dass das Gras bald reif ist, so muss ich sagen. Entschuldigung. Weil dann gehen wir nämlich her und tun die tun das einsilieren, weil wir haben nicht mehr viel Gas. Jetzt müssen wir momentan ein bisschen runterschrauben mit der BGA, mit der Fütterung. Was eigentlich scheiße ist, weil es dumm ist, aber auf der anderen Seite müssen wir es machen, wenn wir nicht so viel Material haben. Und natürlich müssen wir halt dann gucken, dass wir dann möglichst schnell von zwei Wiesen Heuballen runterholen. Entschuldigung, zwei. Ja, okay, drei. von zwei Wiesen, dass wir da möglichst schnell viel Heu runter, dass wir da mal das Heu haben, dass uns das reicht für den ganzen Winter dann. Und dann müssen wir hergehen und müssen die. Also, der Schnitt jetzt kommt. Was wir jetzt dann abmähen, kommt komplett in die BGA. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir die großen Wiesen abmähen, das kommt dann in die. Das kommt dann zu die Kühe. Und genau, es kommt dann zu die Kühe. Und ein Teil kommt dann aber auch zu die. Zu der Biogas nochmal mit hoch. Damit wir da einfach auch wieder ein bisschen Futter haben, damit da wieder Material da ist. Weil es bringt uns ja nichts, wenn wir bei den Kühen viel zu viel haben und dann im Endeffekt in der Biogas übelst zu wenig haben. Ist halt doof. Ja, aktuell sind wir auch noch allein, also ich habe von dem leider noch nichts gehört, der sollte eigentlich schon längst da sein. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass was passiert ist. Und ja, mei. Wir mal schauen jetzt. So. Und dann, also auf die Gülle, glaube ich, auf die Wiesen habe ich, glaube ich, 120. Also ich habe, glaube ich, pro Hektar 24 Kubik gefahren. Das kann man sich ausrechnen, das sind ungefähr 120 Kilogramm Stickstoff. Oder in den Boden reingeflossen, das war zu weit. Oder in den Boden reingeflossen sind. An Gülle. Also an Dünger. Und das ist fei nicht wenig eigentlich, muss man sagen. Was wir da dem Gas zwar auf einmal geben, aber das Gas kann das brauchen. Wenn er weg, wenn dann haben wir einfach einen Flieger im Bestand. Und das brauchen wir ja, weil wir am besten so viel wie möglich runterholen müssen beim Gas für die BGA. Weil wir ja erst im Herbst dann erst den Mais ernten können. Natürlich, wenn es jetzt noch ewig lang dauert, bis das dann mal der Mais gesät werden kann, ja, dann wird es noch kleine Ewigkeit dauern, sage ich jetzt mal. Also ein paar Tage wird es bestimmt noch dauern. Ich denke mal so. Warte mal, was steht denn hier im Planer drin? Ja gut, der Mais ist sowieso noch nicht zu sehen. Ich dachte eigentlich den. Na gut, okay, das ist ja egal. Also 7 Grad brauchen wir.
Ja gut, das ist ja als erstes Mal eigentlich in dem Sinne egal, weil ja. Wenn man säen, dann säen man. Fertig. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Probe. Dann sind wir mit dem nächsten Feld schon fast fertig. Also wow, wir sind echt schnell beim Beproben. Muss ich ehrlich sagen. Einen Moment, ist das überhaupt angeschaut? Ja doch. Bin ich gespannt, wie hier die Messerwalze arbeitet und hier in dem Weizenbestand. Da bin ich echt gespannt, wie die dann arbeiten wird, wenn wir hier schon die Hälfte plattballert haben. Aber ich denke mal, die wird ganz normal arbeiten. Aber das finden wir raus, das probieren wir jetzt dann. Die nächsten Male werden wir das dann mal ausprobieren und dann schauen wir mal. Und ja, so. Jetzt müssen wir dann nur mal schauen. Dass wir fertig werden. Weil es dauert halt doch auch seine Zeit zum Auswerten und nur mal echt gucken. Ich habe auch überlegt gehabt, ob man nicht noch auf die Schnelle noch einen Zubringer bestellen. Weil das können wir jetzt alleine machen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben uns, ja, wie soll ich sagen, wir haben uns endlich freigekauft, sagen wir es so, wir haben uns endlich freigekauft, also wir haben Kredite abbezahlt, wir haben das Geld fertig abbezahlt an den Holger und das passt jetzt dann auf jeden Fall. Da müssen wir halt nur ein bisschen aufpassen. Wie wir dann im Endeffekt dann nochmal mit allem umgehen. So, die Ergebnisse werden ans Labor geschickt und wir fahren gleich weiter zum. Wir haben ja nur noch zwei Felder jetzt dann zum Beproben. Das ist einmal hinten, hinter der 39 am Hang. Und ja, da baue ich einen Mais hin. Und einmal noch die 39. Bei der 39 ist aber das Problem eher das, da bin ich mit dem Körper noch nicht fertig. Und ich will eigentlich nicht unterm Körper Proben ziehen. Wobei es eigentlich ehrlich gesagt wurscht wäre. Also zur Not machen wir das auch gleich noch. Aber jetzt fahren wir erstmal. Also, ich muss auch sagen, die Technik an sich, die wir haben, die ist ausreichend. Die ist gut. Bis auf den Mähdrescher. Da habe ich eigentlich auch schon, da haben wir auch schon einen neuen bestellt, aber ich weiß halt nicht, wann der kommt. Ne? Also da müssen wir halt mal gucken, wann der endlich da ist, weil dann können wir nämlich den alten wegtun und können einen neuen hertun. Weil ich habe da nämlich ein bisschen ein, ja, ich habe ein bisschen vorausgeplant gekauft, also ich habe wirklich einen Mähdrescher gekauft, der jetzt erstmal eine gewisse Größe hat, also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Lexion 8900 oder so gekauft, sondern ein bisschen einen kleinen, aber einen größeren halt wie dem, wo wir jetzt haben. Bei dem, wo wir jetzt haben, das ist ein Witz. Das ist ein Witz, ist das. Das. Ja, keine Ahnung. Also ich habe eigentlich überlegt gehabt, vielleicht so ein. Ja, New Holland oder sowas. Habe jetzt mal Angebot angefragt noch. Aber da müssen wir gucken, also. Ja, es ist auf jeden Fall einer bestellt, aber lasst euch überraschen. Den haben wir letztes. Den habe ich im Winter bestellt, wo ich mich freigekauft gehabt habe, habe ich den gleich bestellt. Damit wir dann gleich, wenn wir dann in dem Jahr zum Dreschen loslegen. Meine, gut, klar, in dem Jahr sind es jetzt vielleicht ein paar Hektar weniger wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war es ja wirklich alles zum Dreschen, was wir am Feldfläche haben. Da waren es ja 30, 40, 50 Hektar. In dem Jahr sind es halt jetzt einige Hektar weniger. Wirklich einige Hektar weniger und vieles einiges weniger. Aber selbst da wird sich ein anderer Mähdrescher rentieren, ein besserer. Und ja, also ich habe da geguckt, was ist da größer wie unser Ideal.
wenn man natürlich noch ein gut, wenn wir dann natürlich noch einen Käufer finden, der wohl den alten uns abnimmt, weil den haben wir ja noch nicht verkauft, dann passt's. Jetzt wäre natürlich nicht kommen, der Händler sagt, ja, du pass auf, das Ding braucht, den kriegst du erst nächstes Jahr. Dann ist es auch gut, wenn wir noch unser Mäder schon da haben. Also da müssen wir echt gucken. Aber das sehen wir dann, wenn es so ist. Aber meine Freunde, wir sind schon wieder am Ende vom Video angekommen. Natürlich, wie immer, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like, Abo nicht vergessen. Unten in der Videobeschreibung nachlesen. Und immer wieder Feedback in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut's eine. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.